Guardians of the Galaxy Volume 3 ist das letzte Hurra für das Franchise und es sei euch verziehen, wenn ihr euch die eine oder andere Träne wegwischen müsst. Hier ist, was ihr vielleicht nicht mitbekommen habt, wenn ihr zu sehr in euren Gefühlen versunken wart. Spoiler voraus! Der erste MCU-Film Iron Man begann mit einem animierten Intro, in dem die Seiten eines Comicbuchs umgeblättert wurden und schließlich das Logo der Marvel Studios zum Vorschein kam. Als weitere Filme zum Franchise hinzukamen, wurden diese Intros mit weiteren Marvel-Charakteren und schließlich mit Drehbuchseiten, Live-Action-Szenen aus den Filmen und der Titelmusik versehen, die die Fans kennen und lieben. Von Zeit zu Zeit werden die Marvel Studios kreativ, wenn es um die Titelsequenz geht. Wenn sie das tun, dann meist um einen bestimmten Anlass zu markieren. Zum Beispiel enthielt das Disney Plus Special Werewolf by Night ein Marvel Studios Signatur, die an klassische Monsterfilme erinnerte, während der Auftakt von Black Panther, Wakanda Forever, eine Hommage an den verstorbenen Chadwick Boseman war. Guardians of the Galaxy Volume 3 ist sowohl der letzte Teil eines der beliebtesten Mini-Franchises der MCU als auch die letzte Zusammenarbeit von James Gunn mit Marvel. Deshalb ist die Einführung der Marvel Studios diesmal ganz im Zeichen von Guardians of the Galaxy, mit Bildern und Zitaten aus den vorherigen Teilen. Die Bände 1 und 2 hatten keine eigenen Intros, aber dem Guardians of the Galaxy Holiday Special ging ein leicht abgewandeltes Intro mit Weihnachtsmusik voraus, in dem verschiedene Marvel-Inkarnationen des Weihnachtsmannes gezeigt werden, Schneefeld und Lichterketten die Marvel Studios Schrift zieren. Die Guardians of the Galaxy tauchten erstmals 1969 in Marvel Comics auf, obwohl diese Version dem MCU-Team kaum ähnelt. Das Quellenmaterial für die Filme stammt hauptsächlich aus Geschichten, die 2008 beginnen, als Star-Lord eine Gruppe mit Rocket Raccoon, Groot, Gamora, Drax, Philobel und Adam Warlock bildet. Die ersten beiden Guardians of the Galaxy-Filme haben zwei Charaktere und Handlungspunkte aus den Comics übernommen, aber sie haben Star-Lord und seinen Gefährten einzigartige Outfits verpasst, die Informationen über ihre Persönlichkeiten vermitteln sollten. Peter Quill aus dem MCU wurde so gestaltet, dass er wie eine Mischung aus Cowboy und Rockstar aussieht, mit dem Schwung von beidem. Doch für den letzten Film der Trilogie trägt das Team nun endlich seine comicgetreuen Anzüge. Die ledernen roten und blauen Uniformen mit den metallischen Emblemen auf dem Brust halten sich sehr eng an die Kunst der Guardians-Serie von 2008. Die Kostüme dienen auch einem praktischen Zweck. Dave Bautista hat sein Unbehagen darüber geäußert, den körperlich beeindruckenden und oft hemdsärmeligen Drax bis in seine 50er Jahre zu spielen. In Guardians of the Galaxy Volume 3 ist er passend zu seiner Truppe gekleidet, was es Bautista ermöglichte, sich stundenlanges, mühsames Körper-Make-up zu ersparen und sich ein wenig über den Zustand seines Körpers zu entspannen. In ähnlicher Weise trägt Drax eine Weste und einen hässlichen Weihnachtspulli im Guardians Holiday Special, das zur gleichen Zeit gedreht wurde. Musik ist in den Guardians of the Galaxy Filmen von großer symbolischer Bedeutung. Nicht nur, dass Nadelstiche gezielt ausgewählt werden, um Momente mit Bedeutung zu versehen, auch die Idee von Musik als Geschenk ist ein zentraler Bestandteil der Trilogie. Quills Mutter schenkt ihm im ersten Film seine Awesome Mixes Volume 1 und 2, die er auf seinem Walkman abspielt, bis Ego ihn gegen Ende des zweiten Films zerstört. Am Ende des Films gibt Kraglin Quill ein letztes Geschenk von Yondu, der seine Vaterfigur wurde. Es handelt sich um einen Zune, Microsofts Version des iPods, der mehr und modernere Musik speichern kann. Was auch immer Peter auf seinem Zune hört, ist das, was auch das Publikum hört. Er ist mit Titeln gefüllt, die von Bruce Springsteens Hit Badlands aus dem Jahr 1978 bis zu Florence and the Machines 2008er Titel Dog Days Are Over reichen. Ob die Produzenten von Guardians of the Galaxy Volume 3 es wussten oder nicht, No Sleep Till Brooklyn von den Beastie Boys taucht in beiden Filmen von Chris Pratt auf, die derzeit in den Kinos laufen, in diesem und in The Super Mario Bros. Film. In der Zwischensequenz erfährt Rocket, dass sein Lieblingssong Come and Get Your Love ist. Das ist die Melodie, die wir hören, als wir Quill im ersten Guardians-Film zum ersten Mal treffen, wie er zu seinem Walkman abrockt. Musik und insbesondere dieser Zune sind so wichtig für Star-Lord, dass er bei dem Versuch, ihn im Vakuum des Weltraums zu retten, in Volume 3 fast stirbt. Star-Lord liebt es zu tanzen, er vergöttert Kevin Bacon und Footloose und nutzt die Kraft des Tanzes, um Ronan in Guardians of the Galaxy Volume 1 zu besiegen. Als sich die Guardians zum ersten Mal versammeln, ist Quill das einzige Mitglied, das sich wohlfühlt, wenn es sich bewegt und groovt. Baby Groot lässt sich schließlich auf den Rhythmus ein, aber alle anderen sträuben sich. Im zweiten Guardians-Film erzählt Drax Star-Lord, dass er sich in seine verstorbene Frau verliebt hat, weil sie die einzige Frau war, die bei einer Versammlung nicht tanzte. She wouldn't even tap her foot. Wouldn't move a muscle. One might assume she was dead. Drax hält Quill auch davon ab, Gamora zu verfolgen, weil er sagt, dass es zwei Arten von Menschen gibt, solche, die tanzen und solche, die nicht tanzen. Und Gamora ist keine Tänzerin. Aber Quill bringt Gamora auf Egos Planeten das Tanzen bei. Und schon bald gestehen sie sich ihre Liebe zueinander. In Guardians of the Galaxy Volume 3 besteht Drax erneut darauf. Nur Idioten tanzen.
Bis zum Ende des dritten Films halten Peters Freunde das Tanzen für eine Dummheit, während das Nicht-Tanzen eine Form von Selbstironie ist. Doch nachdem die Guardians die Gefangenen aus dem Schiff des High Evolutionary befreit haben und nach Nowhere zurückgekehrt sind, ertönt Musik und alle, einschließlich Drax und Nebula, beginnen zu tanzen. Dieser rührende Moment symbolisiert nicht nur, dass die Guardians alle wahre Freunde sind, sondern auch, dass es Raum für Frivolität gibt, selbst wenn die Galaxie auf dem Spiel steht. Als Testperson des High Evolutionary ist Rocket Raccoons Bezeichnung 89P13 in Guardians of the Galaxy Volume 3 sehr präsent. Aufmerksame Fans werden sich vielleicht daran erinnern, dass dieser Code an anderer Stelle in Rockets Geschichte auftaucht. In Volume 1, als er, Groot, Quill und Gamora nach ihrem Dreierkampf auf Xander verhaftet werden, identifiziert ihn das Nova Corps während der Gefängnisaufstellung mit demselben alphanumerischen Code. Diese Grafik enthält auch sein Vorstrafenregister und seine Partner Groot und Lila. In Volume 3 lernen wir endlich Lila Otter kennen, die in den Comics seine Geliebte ist. Sie ändert ihren Namen von ihrem Code, 89Q12. I would like my name to be Lila. Die Codes von Rocket und Lila weisen darauf hin, dass sie zu Charge 89 der experimentell behandelten Tiere gehören. Zu dieser Gruppe gehören auch Thieves, der in den Comics Walrus genannt wird, und Fleur, der wahrscheinlich eine Anspielung auf Blackjack O'Hare ist. Leider war Charge 89 die letzte, die unvollkommen genug war, um von der vermeintlich utopischen Gegenerde des High Evolutionaries ferngehalten zu werden, nachdem die unbeabsichtigte Fehlersuche eines jugendlichen Rocket zum Erfolg von Charge 90 führte. Das P könnte eine Abkürzung für den wissenschaftlichen Namen des Waschbären sein, Procyon Lotor, und die 13 könnte einfach bedeuten, dass er das 13. Tier in der Testgruppe ist, obwohl wir es James Gunn zutrauen würden, noch eine weitere geheime Botschaft darin zu verstecken. Eine Gruppe von treuen Fans, Easter Egg-Jägern und Code-Knackern hat an der Lösung eines großen Rätsels gearbeitet, das James Gunn selbst schon seit Jahren angedeutet hat. Der Drehbuchautor und Regisseur hat scheinbar bestätigt, dass einige Spürnasen dem Rätsel auf die Spur gekommen sind. Diese Theorie hat damit zu tun, dass Peter Quills Mutter, Meredith, möglicherweise eine größere Rolle in der weiteren Geschichte des MCU spielt. Der Beweis dafür ist ein Wandgemälde auf Morag und Peter, der das Wort Eternity ausspricht, als Ego ihm eine Version seiner wahren Bestimmung zeigt. Online-Forscher haben sich auch damit beschäftigt, die Koordinaten zu übersetzen, die unter den Namen von Planeten und anderen Orten in den Guardians of the Galaxy-Filmen erscheinen. Bisher verrieten die teilweise geknackten Codes Spoiler für den zweiten und dritten Film, wie Meredith Krebserkrankung durch ihren ehemaligen geliebten Ego und die Tatsache, dass Herbert Windarm, der High Evolutionary, in einer biomedizinischen Klinik Experimente durchführen würde. Guardians of the Galaxy Volume 3 führt die Zuschauer an zwei neue Schauplätze, das Orgoscope und die Gegenerde. Natürlich stehen unter den Namen dieser Himmelskörper neue Koordinatensätze. Sie sind nicht unbedingt als Spoiler zu verstehen, da Volume 3 der letzte Teil der Trilogie ist und gar nicht an weiteren MCU-Filmen beteiligt sein wird. Das wahrscheinlichere Szenario ist, dass sie den unternehmungslustigen Fans, die sie schließlich entschlüsseln, ein fehlendes Stück Information liefern, das entweder das berüchtigte Easter Egg vervollständigt oder den Kontext ergänzt, was immer es auch sein mag. In Guardians of the Galaxy Volume 3 gibt es mehrere Schauspieler, die im MCU eine Doppelrolle spielen. Lila Otter wird von Linda Cardellini gesprochen, die Clint Bartons Frau Laura Barton in drei MCU-Filmen und der TV-Serie Hawkeye gespielt hat. Das Kriegsschwein des High Evolutionaries wird von Judy Greer gesprochen, die auch Scott Langs Ex-Frau Maggie in den ersten beiden Ant-Man-Filmen spielt. Nathan Fillion, Gunns langjähriger Mitarbeiter und Freund, war die Stimme des monströsen Insassen in Volume 1 und er hat eine größere Rolle in Volume 3 als Meister Carrier, dem Wachvorarbeiter auf dem Orgoscope. Michaela Huber war die Assistentin von Nova Prime in Volume 1 und ist diesmal die Stimme des Kaninchenbodens. Tara Strong, die dem Mainframe ihre Stimme leiht, tut dasselbe für Miss Minutes in Loki. Für Volume 3 hat Gunn auch in den DC-Castingbrunnen getaucht. Daniela Mercure, die als Ratcatcher in Suicide Squad zu sehen war, spielt Ura, die Empfangsdame von Orgocorp. Pete Davidson, der auch in The Suicide Squad als Blackguard auftrat, ist ebenfalls im Abspann zu sehen. Der schurkische High Evolutionary schließlich wird von Chukwudi Iwui dargestellt, der mit Gunn an der Fernsehserie Peacemaker gearbeitet hat. Peter Quill ist nicht gerade für seine Bescheidenheit bekannt. Er gibt nicht gerne zu, dass er Schwächen hat oder Fehler macht. Er versucht eher, sich aus einem Streit herauszureden oder sich durch Improvisation aus einem Problem herauszuwinden, als Befehle zu befolgen oder um Hilfe zu bitten. In Guardians of the Galaxy Volume 3 stellt er diese Eigenschaften wieder einmal unter Beweis, und zwar gleich mehrfach. Er besteht darauf, Rocket zum High Evolutionary zu bringen, obwohl Gamora ihn wiederholt davon warnt, dass es eine Falle ist. Und wie Nebula anmerkt, stürzen er und Groot sich fast in den Tod, als sie versuchen, den Geheimcode aus dem Kopf eines Orgocorp-Kumpanen zu extrahieren, weil sie keine bessere Idee haben.
Quills Impulsivität brachte ihn und viele andere in ernsthafte Schwierigkeiten, als er sich in den Plan der Avengers einmischte, Thanos daran zu hindern, den Infinity Gauntlet einzusetzen. Als ihm dämmert, da Thanos Gamora geopfert hat, verliert er die Fassung und beginnt, den verrückten Titanen zu verprügeln. Dadurch wird Mantis Konzentration unterbrochen und bevor der Rest der Bande den Handschuh entfernen kann, ist Thanos in der Lage, seine Mission zu erfüllen und die Hälfte des Lebens aus dem Leben zu reißen. Aber in einem Augoscope-Aufzug zeigt Quill eine große Entwicklung und gesteht seine Fehler ein. I lost my temper and nearly destroyed half the universe. Die gesamte Rede ist eine witzige Zusammenfassung der ansonsten tragischen Ereignisse von Infinity War und Endgame. Nebula sagt, dass er zwar einige wichtige Informationen ausgelassen hat, aber That is the gist of it. Manchmal sind es kleine Details, die große Bedeutung für die Handlung, die Figuren oder die Themen eines Films haben. Manchmal sind sie aber auch einfach nur ein lustiges Stück Weltgestaltung und das ist bei den Guardians of the Galaxy Filmen und Essen der Fall. Was dieses Franchise innerhalb eines Franchises von vielen anderen MCU-Filmen unterscheidet, ist das Ausmaß, in dem seine Welt durchdacht ist. Die Charaktere haben Vorlieben und Abneigungen, Stärken und Schwächen und wir kennen sie genauso gut wie ihre Mitstreiter. Quill hat seine Vorliebe für eng anliegende grafische T-Shirts. Gamora kämpft traditionell mit dem Schwert, weiß aber Star-Lords Blaster zu schätzen. Groot hat eine ängstliche Teenager-Phase, in der es ihm schwerfiel, den Kopf von seinen Videospielen zu heben. Und Drax mag Zargnüsse sehr. Zargnüsse sind das Guardians-Äquivalent zu abgepackten Erdnüssen aus dem Flugzeug. Im Holiday-Special glaubt Drax, Mantis Geheimnis sei, dass sie eine ganze Schale Zargnüsse gegessen hat. Get over the Zargnuts! In Guardians of the Galaxy Volume 3 bittet Mantis erneut um eine Zargnuss und Drax sagt ihr, dass sie alle weg sind. Dann greift er wieder in die Tüte und gönnt sich eine weitere. Ein weiteres Easter Egg zum Thema Essen. Während des Kampfes auf dem Orgoscope sieht man einen weiblichen Humanoiden, der eine Yara-Wurzel ist. Dass sie offensichtlich genießt, bedeutet, dass sie reif ist. Es handelt sich um die gleiche galaktische Frucht, nach der Nebula in Volume 2 hungert. Als sie aus ihren Fesseln ausbricht, die Ravagers und Rocket unterwirft und einen Bissen nimmt, spuckt sie ihn angewidert aus. Die Guardians hatten sie gewarnt, dass er nicht genießbar sei. Witze über Metaphern ziehen sich durch die gesamte Trilogie. In Volume 1, als Quill Drax während des Gefängnisausbruchs des Teams einen wandelnden Thesaurus nennt, bedroht der grüne Streitern Star-Lord. Quill verteidigt sich, indem er erklärt, dass es nur eine Metapher war, die Drax nicht versteht. Nothing goes over my head. My reflexes are too fast. I would catch it. Als Taserface in Volume 2 nach der Bedeutung seines Namens gefragt wird, antwortet er mit einer bekannten Erklärung. It's metaphorical! Guardians of the Galaxy Volume 3 hebt die wörtliche Verwendung von Metaphern auf eine ganz neue Ebene. Mantis bittet Drax inständig Quill aufzumuntern, aber er weicht vom Skript ab und erklärt ihm stattdessen schlecht den Unterschied zwischen Metaphern und Analogien. Der Witz mit der laufenden Metapher ist auch eine Gelegenheit, auf einen anderen denkwürdigen komödiantischen Moment von Drax zurückzugreifen. In Volume 2 droht Rocket, Exkremente in Quills Kopfkissenbezug zu stecken und stellt klar, dass es einer von Drax' Exkrementen sein wird, weil seine Exkremente riesig sind. Am Ende seines Metaphern-Analogie-Monologs erzählt Drax Peter stolz, dass sogar seine Körperfunktionen bildlich gemeint sind. Einmal sahen seine Fäkalien wie ein Fisch aus. Peter Jason Quill wurde 1980 in Missouri geboren und 1988 von Yondu in den Weltraum geschleudert. Das bedeutet, dass alle kulturellen Bezüge von Star-Lord aus diesem Zeitraum stammen. Die Figur, die jetzt in ihren 40ern ist, hat physische Beweise für einige der Kennzeichen ihrer Kindheit. Er hatte an jenem schicksalhaften Tag seinen Rucksack bei sich, den Gamora, die keine Erinnerung an Peter hat, durchwühlt, während sie auf seinem Schiff allein gelassen wird. Neben dem Polaroid seiner Familie enthält er einige ALF-Aufkleber und Sammelkarten. Die Außenseite der Büchertasche ist mit Aufnähern von Pac-Man-Gespenstern verziert. In Volume 2 verwandelt sich Peter in seinem finalen Showdown gegen Ego in einen riesigen kosmischen Pac-Man. Und einige dieser ALF-Aufkleber sind auf das Bedienfeld seines Schiffes geklebt. Viele von Quills verbalen Anspielungen gehen ebenfalls auf die 80er Jahre zurück. Er nennt den High Evolutionary einen Möchtegern-Skeletor. Es gibt auch eine Anspielung auf eine andere ikonische Filmreihe, mit der ein junger Quill in Berührung gekommen wäre. An einer Stelle sagt Drax, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache, was ein Easter Egg einer Zeile ist, die in den Star Wars Filmen immer wieder gesagt wird. Im Großen und Ganzen waren die 31 Filme und 9 Fernsehserien, aus denen das MCU besteht, ziemlich familienfreundlich. Sie haben alle ein PG-13-Rating, oft um Eltern auf Gewalt im Actionfilmstil, leichtes Fluchen und ziemlich zahme erwachsene Situationen hinzuweisen.
Guardians of the Galaxy war bereits Marvels frechstes Sub-Franchise, da die Filme weitaus mehr sexuelle Anspielungen, mehr beiläufige Flüche und einige der verstörendsten Todesfälle des MCU enthalten. Aber Guardians of the Galaxy Volume 3 überschreitet die Grenzen der Freigabe ab 13 wie nie zuvor. Obwohl er auch einer der lustigsten und gefühlvollsten Filme ist, ist er zweifelsohne auch der grausamste und obszönste Teil des MCU. Adam Warlock verbrennt einen Ravager bis auf sein Skelett. Und die Maske des High Evolutionary wird entfernt, um den blutigen Schädel zu enthüllen, der nach Rockets Angriff zurückgeblieben ist. Es gibt jede Menge Sexwitze, einschließlich Quills Versuch, Uhura zu umwerben. Und Star-Lord wird die Ehre zuteil, die allererste F-Bombe des MCU fallen zu lassen. Now what? Open the door! Es hat lange auf sich warten lassen und wenn es jemals passieren sollte, ist es passend, dass es in einem Guardians-Film passiert. Bisher wurde das F-Wort immer kreativ umgangen, indem es weggeschnitten oder von Groot benutzt wurde. He says, welcome to the frickin' Guardians of the Galaxy. Only he didn't use frickin'. Guardians of the Galaxy Volume 2 beginnt mit einer epischen, komödiantischen Kampfsequenz zum Song. Mr. Blue Sky, in der die Guardians es mit einem aufgeregten Obelisk aufnehmen. Es fällt ihnen schwer, die riesige, zahnbewehrte Kreatur mit den Tentakeln zu besiegen. Drax ist überzeugt, dass der Obelisk nur von innen heraus getötet werden kann, da seine Haut zu dick ist. Gamora und Star-Lord erkennen, dass dies keinen Sinn ergibt und arbeiten zusammen, um die Bestie dazu zu bringen, aufzublicken und eine Wunde unter dem Kinn zu entblößen. Gamora wechselt vom Blaster zur Klinge und schneidet den Obelisk praktisch in zwei Hälften, woraufhin Drax aus seinen Eingeweiden auftaucht und glaubt, ihn im Alleingang erschlagen zu haben. In Volume 3 werden Nebula, Drax und Mantis von den Getreuen des High Evolutionaries gefangen genommen und in einer Art Kerker gesteckt, wo man annimmt, dass drei wütende Obelisken kurzen Prozess mit ihnen machen werden. Es ist ein Rückruf an den alten Kampf, nur in dreifacher Ausführung. Aber ein wichtiges Detail hat sich geändert. Zu Beginn von Volume 2 hatten die Guardians Mantis nicht auf ihrer Seite. Anstatt die Obelisk zu töten, legt Mantis Hand an sie und versichert dem Team, dass sie nicht gefressen werden. Sie bringt die Monster unter die Kontrolle der Guardians und rettet sie aus ihrer Gefangenschaft. Als Mantis sich auf den Weg macht, um sich selbst zu finden, hat sie das Trio der Obelisks im Schlepptau. Wie die Marvel-Schurken, die zu Helden wurden, ist auch Nebula zu einer sympathischeren und nuancierteren Figur geworden. Aber sie hat nichts von dem verloren, was wir an ihr als Bösewicht geliebt haben. Sie ist launisch, bissig und hat eine kurze Zündschnur, wenn es darum geht, sich mit Idioten anzulegen. Doch unter ihrem meist kybernetischen Äußern ist sie emotional stark, nachdenklich und bereit zu helfen. Im Laufe der Jahre hat Nebula eine besondere Bindung zu Rocket aufgebaut, was deutlich wird, als sie ihm in The Guardians of the Galaxy Holiday Special etwas schenkt, das er schon lange begehrt hat. Rocket öffnet eine große, längliche Schachtel und findet darin Buckys Vibranium-Arm. Er hatte dem Wintersoldaten angeboten, den Arm zu kaufen, als sie in Avengers Infinity War gegeneinander kämpften. Nachdem Bucky ihn ignoriert hatte, blieb Rocket unbeeindruckt. Okay, how much for the arm? Oh, I'll get that arm. Und das tat er auch, nachdem Nebula sich durchgesetzt hatte. Als Dankeschön erfand Rocket einen neuen Arm für Nebula, die sowohl in den Comics als auch im MCU dazu neigt, Gliedmaßen zu verlieren. Dieser neue Arm ist eine Waffe und ein Werkzeug mit scheinbar unendlichen Einsatzmöglichkeiten. Wir wissen, dass der geniale Tüffler Rocket für ihre Upgrades verantwortlich ist, weil sie ihm Anerkennung zollt, bevor sie ihn benutzt, um sich in die Steuerung des abgestürzten Schiffes des High Evolutionaries zu hacken. Guardians of the Galaxy Volume 3 ist vollgestopft mit religiösen Untertönen und Bildern, die nicht einfach nur Easter Eggs sind, sondern dem zentralen Thema des Films, der Würde allen Lebens, innewohnen. Es wurde bereits festgestellt, dass Peter Quills Vater, Ego, ein böser Gott war und im dritten Film wird Adam Warlocks jungfräuliche Geburt gezeigt. Es ist auch vom Himmel die Rede und von einer Szene, in der ein sterbender Rocket ein paar Momente mit Layla in einer seltsamen Vorhölle verbringt. Der letzte Akt, in dem die Guardians No hier nutzen, um sowohl Humanoide als auch Tiere aus dem Schiff des High Evolutionaries zu retten, ist eine klare Parallele zur Arche Noah. Apropos High Evolutionary, wenn seine intelligenten Entwürfe enttäuschen, spült er seine Schöpfungen und Welten in einem Flammenmeer weg, nicht unähnlich der Flut Noahs. Er behauptet, dass es keine Götter gibt, weshalb er eingreifen musste, um die Existenz zu kontrollieren. Zumindest im MCU wissen wir, dass dies nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Wie wir in den Thor-Filmen und in Eternals gesehen haben, mögen diese Götter ambivalent und selbst höchst unvollkommen sein, aber es gibt sie. Die offenkundigste Anspielung kommt gegen Ende, als Adam Warlock einen leblosen Peter Quill mit dem ausgestreckten Finger wiederbelebt. Das Tableau ist eine unverkennbare Nachbildung des Gottes, der Adam das Leben schenkt, aus Michelangelos Fresko der Sixtinischen Kapelle. Allerdings sind in diesem Fall die Rollen vertauscht.
Wir haben bereits darüber gesprochen, dass das, was die Guardians seltsam macht, sie auch großartig macht. Eines der seltsamsten Dinge in diesem Franchise ist Groot, der empfindungsfähige Baum, der ein wenig selbstverliebt sein könnte. I am Groot! Es mag den Anschein haben, als sei er nur aus komödiantischen Gründen im Team, aber in Wirklichkeit verbirgt sich eine viel tiefere Bedeutung hinter der Figur und seinen drei Lieblingswörtern. Im ersten Film gibt es eine Szene, in der Peter Quill, frustriert darüber, dass Groot immer nur dieselben drei Worte sagt, ihm und Gamora durch einen Durchgang folgt. In Guardians of the Galaxy Volume 3 gibt es ein Spiegelbild dieser Szene. Diesmal folgt die rabiate Gamora Quill durch einen Gang, frustriert darüber, dass sie den riesigen Baummann nicht verstehen kann. Aber am Ende des Films hat sich Gamora mit Groot angefreundet. In einem der vielen Momente der unerwartet glücklichen Auflösung des Films sagt Groot ganz lässig: Ich liebe euch. Dieser Moment mag für die Zuschauer ein Schock gewesen sein, aber keiner der Guardians reagiert auch nur im geringsten darauf. Das liegt daran, dass er zwei Dinge symbolisiert. Erstens ist es repräsentativ für die Tatsache, dass sie alle, einschließlich Ravager Gamora, Groot jetzt verstehen. Zweitens soll es die Zuschauer in ihren Freundeskreis einbeziehen. Wir können jetzt auch Groot sprechen. James Gunn hat angedeutet, dass er mit dem ersten Guardians-Film eine Erkundung der Mutterfiguren in unserem Leben beabsichtigte. Im zweiten Film geht es offensichtlich um den Einfluss von Vaterfiguren, während der dritte Film eine Parabel über Selbstakzeptanz ist. Als Teil von Peter Quills Reise zur Selbstverwirklichung erkennt er, dass er mit seiner Vergangenheit Frieden schließen muss. Und das bedeutet, sich mit seinem Großvater zu versöhnen. Peter und sein Großvater hatten nicht gerade das beste Verhältnis zueinander, also ist das nicht gerade etwas, worauf sich Star-Lord freut. Als er in seinem Elternhaus ankommt, wo sich herausstellt, dass der Vater seiner Mutter noch lebt, erfahren wir, dass sein Name Jason ist. Das ist auch Peters zweiter Vorname, was wir schon in Volume 1 wussten, als Star-Lords holographisches Vorstrafenregister enthüllte, dass sein vollständiger Name Peter Jason Quill ist. Die MCU-Version der Figur weicht von den Comics ab, aber sein zweiter Vorname ist derselbe, auch wenn die Geschichte dahinter eine andere ist. In den Comics hieß Star-Lords Mutter immer noch Meredith Quill, aber sein Vater war Jason, ein Spartax-Imperator. Die mächtige Gestalt schwängerte Meredith und ließ sie zurück, um einen interstellaren Krieg zu führen. Meredith wird nicht nur durch einen Tumor getötet, sondern durch Außerirdische, die Jason feindlich gesinnt sind und seine Blutlinie auslöschen wollen. Marvel-Filme verwenden oft Post-Credit-Szenen, um neue Figuren einzuführen. Eines der wenigen Dinge an Guardians of the Galaxy Volume 3, die sich wie ein traditioneller MCU-Film anfühlen, ist, dass er sich auf diese Konvention verlässt. In der ersten Post-Credit-Szene bekommen wir einen Eindruck davon, wer in Zukunft die Guardians of the Galaxy sein werden. Rocket ist zum Teamleiter befördert worden. Außerdem gibt es Caillou Groot, Kraglin, Cosmo, Adam Warlock und ein junges blondes Mädchen, das von den anderen als Fühler bezeichnet wird. Wir können davon ausgehen, dass dies die Fühler-Well des MCU ist. In den Comics ist sie die Tochter von Marvel und wird in ihrem eigenen Universum zu Captain Marvel. In Volume 3 wird die Figur heimtückisch eingeführt, als sie in einem Hamsterrad in Humanoidengröße unter dem wachsamen Auge des High Evolutionaries Kreise zieht. Da The Marvels noch in diesem Jahr erscheinen soll, besteht die Möglichkeit, dass sie eher früher als später wieder im MCU auftaucht. Wenn sie jedoch eine Guardian bleiben soll, ist ihre Zukunft noch unklar. Mit ganz Abgang sind keine neuen Guardians-Projekte in Entwicklung. Im Originalfilm Guardians of the Galaxy erzählt Peter Quill Geschichten über die Helden der Erde, darunter auch den großen Helden Kevin Bacon. In The Guardian of the Galaxy Holiday Special beschließen Mantis und Drax, um ihrem Freund das beste Geschenk zu machen, zur Erde zu fliegen und Quills persönlichen Helden zu entführen. Bacon ist verständlicherweise verwirrt und hat Angst. Mantis nutzt ihren Einfluss auf seine Gefühle, um ihn zu beruhigen, aber als Quill merkt, was sie getan haben, zwingt er sie, den Zauber zu brechen. Zuerst ist Bacon völlig panisch, weil er sich im Weltraum wiederfindet, aber nachdem er und Kraglin sich ausgesprochen haben, gehen der Schauspieler und die Guardians als Freunde auseinander. Zumindest dachten wir das. In der zweiten Post-Credit-Szene von Guardians of the Galaxy Volume 3, in der Peter Quill und sein Großvater Jason frühstücken, sieht man Jason eine Zeitung lesen. Der Artikel auf der linken Seite der Titelseite erklärt, dass Kevin Bacon behauptet, von Außerirdischen entführt worden zu sein. Auf der rechten Seite des Titelblatts steht ein Artikel über einen Mops, der eine Hundeschau gewinnt. Das ist weniger offensichtlich als das Bacon Easter Egg, aber es könnte sich auf Blurb beziehen, der zum Haustier von Adam Warlock geworden ist, nachdem er seinen früheren Besitzer getötet hat.